In diesem Video rette ich deine Partnerschaft, also dranbleiben. Herzlich willkommen beim Mediale Energetik Podcast. Ich bin Oliver Erini, Energetiker und Astrologe aus dem wunderschönen Linz und ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast. Ich habe letzte Woche schon über Partnerschaft gesprochen, so keine Zeit in der Partnerschaft aufbringen und wir machen heute, diese Woche weiter und zwar mit einer Technik, wie du dich wieder lernst zu beziehen auf deinen Partner. Das ist etwas, das mache ich in allen Partnerschaft-Coachings, in allen Gesprächen, die ich mit Paaren habe und das ist eine sehr, sehr wirksame Übung und ich möchte die heute nicht vorenthalten. Und es ist auch so brillant, weil sie so einfach ist. Ich stehe auf einfach und es muss ja nicht immer Shakespeare sein. Es gibt da zwei Übungen, eigentlich zwei, die aufs Ähnliche rauslaufen, aber fangen wir zuerst mal mit einer, sind beide Übungen, die das Bewusstsein stärken wollen. Natürlich, wir wollen ja bewusster werden, wir wollen ja innerlich klar werden, gerade auch in der energetischen Ebene. So, und jetzt wird es spannend. Die erste Übung, die deine Partnerschaft retten kann, nenne ich den Tunnelblick. Was heißt Tunnelblick? Der Tunnelblick ist wirklich, wie wenn du durch eine Röhre, durch einen Tunnel nur deinen Partner fokussierst. Wenn du dir das vorstellst, dein Fokus ist offen und du schaust überall hin, da ist das Handy, da ist der Beruf, da sind die Kinder und so weiter und so fort, dann fließt nur eine gewisse Art Aufmerksamkeit immer so in die Partnerschaft rein. Gewitter, cool. Hat man das gehört? Ich lasse es drinnen, war ein cooler Donner jetzt. Also es donnert immer noch. So, also, es fließt die Aufmerksamkeit überall hin, nur oft nicht zum Partner. Und deshalb ist es immer gut, sich auf den Partner, auf die Partnerin wieder zu fokussieren. Das heißt, du stellst dir wirklich wie einen Tunnel, wie ein Fernrohr vor, wo du genau nur deinen Partner, deine Partnerin im Visier hast. Und du fokussierst dich voll auf diese Person. Und alle anderen Dinge fallen weg. Und dann merkst du vielleicht, ja, vielleicht ist dein Partner, deine Partnerin auch nicht wirklich gerade interessiert oder beteiligt an dir. Dann stell dir im Kopf einfach mal vor, dass du sagst, du, ich vermisse dich, es wäre schön, wenn wir wieder gemeinsam wären. Und stell dir mal in deinem Kopf, stell dir mal dieses Bild vor, dass sich dein Partner, deine Partnerin auch zu dir dreht und dass ihr euch einfach anschaut. Du wirst merken, die Qualität deiner Partnerschaft kriegt eine ganz andere Dimension. Wenn der Partner immer wieder rausrutscht bei dieser Übung, also sagen wir mal, du stellst das eine Woche lang auf, immer wieder und der Partner, die Partnerin geht immer wieder raus, dann würde ich schon mal das Gespräch suchen und sagen, schau mal, ich wäre jetzt da mit der vollen Bewusstheit, aber ich habe das Gefühl, ich erreiche dich nicht ganz. Bitte konzentriere dich auch mal und dann schlag doch einfach mal auch deiner Partnerin, deinem Partner diesen Tunnelblick vor. Also du wirst merken, ihr verbindet euch anders und es kommt wieder Energie in die Partnerschaft rein. Das ist der Tunnelblick. Das ist die eine Übung. Die zweite Übung, die ich extrem gerne anwende bei mir in so Beratungen auf der partnerschaftlich-energetischen Ebene, ist der sogenannte Ja-Punkt. Das heißt, man sagt Ja zueinander. Da stelle ich mir einen Punkt vor, das kannst du dir auch vorstellen, mit deinem Partner, zwischen dir und deinem Partner ist ein Punkt und das ist der Ja-Punkt. Wie ein Kreis. Stell dir einen Kreis vor. Und du gehst in diesen Kreis rein und sagst, ich sage hundertprozentig Ja zu dir. Du bist meine Partnerin, du bist mein Partner. Und der Partner soll das auch machen. Ich sage hundertprozentig Ja zu dir, ich bekenne mich zu dir und ich möchte mit dir diese Partnerschaft führen. Und dann wirst du merken, laufen die Energien auch wieder zusammen. Wenn ich also beide Partner in diesem Ja-Kreis, in diesem Ja-Punkt habe, dann läuft die Energie zwischen den beiden und dann geschieht eigentlich gleich mal ein tiefer Austausch, eine tiefe Liebe und dann spüren sich die auch wieder und sind wieder füreinander da. Das sind also so meine zwei Tipps, wie du deine Beziehung retten kannst, wie du wieder Energie, einen energetischen Fluss in deine Beziehung bringen kannst. Ich hoffe, es hat dir geholfen. Vielleicht schreibst du mir einfach deine Erfahrungen auch mal in die Kommentare. Wenn du ein Thema für ein Video hast,
schreib es auch unten rein. Lass mir einen Daumen hoch da, teile das Video und abonniere meinen Kanal. Danke fürs Zusehen. Ich bin Oliver Erini, medialer Energetiker aus dem wunderschönen Linz, und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Tschüss.